Welche Lebensmittel haben im Moment Saison? Ja, welche Lebensmittel solltest du Winter, Frühling, Herbst und Sommer essen? Und macht es Sinn, manches nicht zu essen, weil es vielleicht nicht so gut ist? In diesem Video schauen wir uns genau an, zu welcher Jahreszeit welches Lebensmittel perfekt passt. Mein Name ist Frank Boflepp, ich bin Apotheker seit 12 Jahren und meinen Kanal findest du alles zum Thema Gesundheit, mehr Energie und wie du dich am besten ernährst, dass du vielleicht ein paar Kilogramm Gewicht verlierst. Ja, starten wir mit dem Saisonlebensmittel. Ich habe für dich, weil dieses Video auch nicht zu lang werden soll, wirklich in den Link ein PDF geschickt, welche Lebensmittel zu welcher Saison am besten gekauft werden sollen. Weil es gibt Lebensmittel, die man zu gewissen Jahreszeiten mehr essen sollte und zu gewissen Jahreszeiten weniger. Und ein paar Beispiele kann ich hier geben. Beispiel Fleisch. Fleisch ist über das ganze Jahr verteilt am verfügbar. Wild dagegen sollte man versuchen, in den Herbst- und Wintermonaten mehr zu essen, weil da die Hauptjagdzeit ist. Wenn du dir Fisch anguckst, gibt es 4 Beispiele, wann du welchen Fisch essen solltest. Zum Beispiel Lachs ist unglaublich populär im Winter, dagegen Aal im Sommer. Wenn du Hecht isst, ist Herbst die beste Jahreszeit. Und wenn du sagst, hey, Forelle ist dein Favorite bei Fisch, dann der Frühling. Welches Gemüse kannst du wann essen? Also Kürbis, Herbst, dann gibt es die Kohlzeit, die ist im Winter. Und im Sommer hast du die meisten Variationen für Obst und Gemüse. Kannst du dir fast alles leisten. Ja? Das sind so mal ganz, ganz kurz knackige Tipps. Den Rest findest du in PDF-Form. Was ist wichtig im Winter zu beachten? Weil viele denken, oh, im Winter gibt es nicht so viel. Und mein Geheimtipp für dich ist, nehme schockgefrorenes Gemüse und schockgefrorenes Obst. Hier kannst du so viel mitmachen. Du kannst dir bei Obst ein schönes Eis machen. Du kannst dir aber auch einen richtig leckeren Smoothie machen. Und das Schöne ist, bei diesen ganzen schockgefrorenen Obstsorten, die natürlich keine Zusätze haben, sondern wirklich nur das Obst beinhalten, sind die meisten Vitamine noch drin, weil sie direkt nach der Ernte genommen werden. Und bei Gemüse, wenn du tiefgefrorenes Gemüse nimmst, tu das nicht auftauen, tu es direkt in die Pfanne oder in den Topf, weil nur wenn du das machst, hast du auch den besten Nährstoffgehalt. Ja, im Winter haben wir diese Geschichte mit dem Sonnenmangel und das Sonnenhormon Vitamin D ist so entscheidend. Deswegen schau dir mal das Video zu Vitamin D von mir an. Und wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann gib mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und gib mir auf jeden Fall ein paar Kommentare, was dich noch so interessiert, weil da gehe ich unglaublich gerne drauf ein. Ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Frank.